Das war ein ganz spezieller Tag. Donnerstagabend, 30. Juni. Und dann muss ich schauen, wie mein Athlet, den ich haben kann, die einmal gelaufen, muss ich live dabei sein. Das war der Durchbruch für den Dominik Globalu auf internationaler Ebene. Die ersten 300 ist so langsam, es geht nicht. Warum diese Männer nicht so laufen? Es geht langsam zu mir. Es ist immer ein Wettkampf, der Dominik hat die Pforte zu, aufgeschlossen. Nächste Position, nächste Position. Und wo noch die Schlussrunde kommt. Komm, Mann, Domi, lauf, 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 jawohl! Go, 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 go! Go, go, go! Jawohl! Und Slobali, in fact, in second place. Ich habe gesehen, Kiplimo. Wenn er sieht hinter, habe ich gesagt, ah, okay, das ist der Lissose. Transformation from Labalu. It's the fastest time in the world this year. Es ist sicher im Weltverband ganz vielen klar geworden, dass wir eine Lösung finden für Athleten wie ihn. Dominik, relax, relax, gut, Dominik! Seht ihr aus? Relaxed, aber er hasst den Regen. Wenn sein Gesicht reinfliegt, hat er nicht gern. Aber es ist jetzt noch eine Viertelstunde und dann ist es vorbei. Ich bin Dominik Lokiomo Lobalu. Der Dominik Lobalu ist nicht irgendein Läufer. Er ist einer der besten Läufer, die es auf der Welt gibt. Und eines der grössten Talente, die es in der Schweiz je gegeben hat. Die Betonung ist wichtig. In der Schweiz, nicht für die Schweiz. Der Dominik Lobalu hat nämlich ein grosses Problem. Er wäre zwar gut genug, um Medaillen zu laufen an Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen, aber er hat kein Land, wo er dafür starten kann. Das Dilemma zeigt sich beispielsweise an den Schweizer Meisterschaften über 10 km in Uster. Der Dominik Lobalu darf zwar mitlaufen, aber Schweizer Meister werden darf er nicht. Dann gehst du eine kleine Runde so. Und nachher die große Runde ist. Ich bin der Markus Hagmann und bin der Trainer vom Dominik Lobalu. Der Markus Hagmann ist nicht nur der Trainer vom Dominik Lobalu. Er ist auch seine wichtigste Bezugsperson. Das eine ist der Coach, wo vorgibt, wann man trainiert und wo ihn begleitet, wo ihn pusht. 46 for 27, go Dominik! Come on Dominik, go, go, go! Push, push, push! Und das andere ist halt, und das ist fast der grösste Teil nebendran, der Aufwand, wo er Unterstützung braucht, weil er unser System nicht kennt. Ich bin manchmal die Sekretärin, ich bin der, wo den Fernsehen macht, der das Internet installiert, ich bin dort, wenn ein Brief kommt, mit den Behörden, mit den Ärzten, mit den Medien. Ja, aber das sind Frauen. Ich habe 300. Da ist er. 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 He doesn't know me before, where I born from, and he just came and took me over when I, and he do all this kind of this thing. Um die Beziehung zwischen Dominik Lobalu und Markus Hagmann zu verstehen, muss man die Geschichte von Dominik Lobalu kennen. Der Dominik Lobalu stammt ursprünglich aus Tschukudum. Das ist ein kleiner abgelegener Ort im Tal im Südsudan. Rund ums Tal herum ragen die Gipfel bis fast 2000 Meter im Himmel. Der Dominik Lobalu war eines von 5 Kindern. Seine Eltern haben ein paar Rinder besessen. Und zusammen mit anderen Familien haben sie auf einem Feld ausserhalb vom Dorf Gemüse und Früchte abgebaut. Dass ich euch über die Vergangenheit von Dominik Lobalu erzähle, liegt daran, dass er vor der Kamera über diese Zeit lieber nicht mehr reden. Der Grund ist ein Tag im Jahr 2007.
Er war dann 9. Seine Erinnerungen sind lückenhaft, aber mir hat er erzählt, dass er seine Eltern aufs Feld begleitet hat. In den frühen Morgenstunden haben Angreifer das Feuer auf sie eröffnet. Seine Eltern sind dabei umgekommen und Dominic Lobalu konnte flüchten. Es ist das erste Kapitel auf seinem Weg in die Schweiz. Du machst, was du, was für dich passt. Also jetzt ist so... Ja, sie gehen 50 Minuten vorher einlaufen. Ja. Passt das? Du hast nicht gerne die Kamera, gell? Wie viel uncomfortable, ich sehe es dir an. Ja, ja, you get used to, Dominic. Alles gut, alles gut. Am Anfang war da eine verschlossene Person, zurückgezogen mit viel Trauer, mit viel Angst. Und es hat lange gebraucht, um das Vertrauen von ihm zu gewinnen. Dann aber immer strahlend, wahnsinnig zuvorkommend höflich. Und in gewissen Momenten wirklich philosophisch in Gedanken, die er tief in sich hat mit seiner Geschichte. Die Geschichte führt Dominic Lobalu nach dem Tod seiner Eltern zuerst mal auf Kenia. Auf seiner Flucht schafft er es auf die Ladefläche eines Pickup-Truck vom Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Der Truck bringt ihn über die Grenze nach Kenia ins Flüchtlingscamp Kakuma. Und ein bisschen später wird er von dort in ein Waisenhaus nach Nairobi gebracht. Dort bleibt er 8 Jahre. So, because I grew up without my parents, so there was no one who can give me the advice to believe in God. I think it's something that I started when I was young. So I have to go there, because the preachers who are there. So for me to follow the right way, I have to listen what they are saying. So I pick the advice from them. I cannot say it's my strength that make me to be here. So the journey that I took it was not that easy. So without him, it could be harder. Der Weg von Dominic Lobalu findet 2016 seine Fortsetzung. An einem Sportwettkampf von seiner Schule in Kenia. Dort entdeckt ihn ein Trainer. Und das ist nicht irgendeiner. Es ist der Trainer vom Athlete Refugee Team. Das Athlete Refugee Team ist 2014 gegründet worden in Zusammenarbeit mit World Athletics, also dem Weltleichtathletikverband. Es hat zu selber Zeit einfach ganz viele Flüchtlinge aus verschiedensten Ländern, aus Konfliktgebieten, aus Ländern mit Bürgerkriegen, wie eben der Südsudan. Aber das Team ist umstritten, weil man den Läuferinnen und Läufern gegenüber nicht immer das eingehalten hat, was man ihnen versprochen hat. Es sind schon 30 Läuferinnen und Läufer sind schon weggegangen. Es geht hier unter anderem auch um Preisgelder, die sie gewonnen haben bei gewissen Rennen, die aber letztlich nicht in ihrem Sack gelandet sind, sondern noch jemand anders. Ähnliche Gründe führt auch Dominic Lobalu an für seine Flucht aus dem Team. Er setzt sich im Jahr 2019 nach einem Wettkampf in Genf ab. Mit ein paar anderen Läufern vom Flüchtlingsteam nimmt er an einem Rennen über 10 Kilometer teil. Am Ende belegen sie 4 von den 5 ersten Plätzen. Ganz vorne der Dominic Lobalu. Als er nach dem Rennen nach dem Preisgeld fragt, wird er von seinen Betreuern wie so oft vertröstet. Kurz darauf verlässt er das Hotel und läuft einfach weg. Dann stellt er einen Asylantrag in der Schweiz und einige Zeit später findet er sich in Ennetbühl im Kanton St. Gallen wieder in einem Flüchtlingsheim. Und auch dort will er eigentlich nur eins laufen. Die allererste Erinnerung ist das Telefon von seinem Betreuer im Integrationszentrum. Am Morgen um 10 ab 8 Uhr, als ich mit der Schulklasse unterwegs war. Und er sagt, schauen Sie, da ist einer, der will laufen. He just tell the guy, if the guy wanted to run, just direct him to come to our trap. And the guy now, he directed me, so I took the bus. So I reached to the place where I met him. And we started training. Also ich habe wirklich nach 100 Metern für mich, ist in mir gesagt, wow. Er hat das Bewegungsmuster, die Eleganz, das feine Aufkommen vom Boden und sich gerade wegbewegen, so gazellenhaft. Das ist das, was ihn von Anfang an unterschieden hat gegenüber einem Hobbyläufer, wo halt auf dem Teer klebt, wo träge ist, das ist Laufen. Der Dominic Lobalu ist ein riesen Talent und das sieht man eigentlich sofort, dass ihm
so harmonischen Bewegungsablauf. Er läuft mit einer Leichtigkeit, er läuft mit einer Eleganz, die praktisch unerreicht ist. Man sieht das an seiner Schrittlänge, am Anfersen. Es ist wirklich, wirklich fürs Auge so schön zum Zuschauen und jeder könnte neidisch werden. Aber der Dominic Lobalu hat noch viel Potenzial. Einerseits bei dem Umfang, den er trainiert, da kann er sich noch steigern. Er kann sich auch in der Rennschnelligkeit noch steigern. Das ist dann wichtig auf der letzten Runde bei einem Rennen, wo es dann wirklich um den Sprint geht. Er kann sicher noch ein bisschen an Kraft zulegen, aber es geht dann auch um Details wie eine Ernährung beispielsweise, wo er ein bisschen Fortschritt machen kann. Und dass er dann wirklich mal in der Weltspitze nachkommt und sich dort auch halten kann. Für das braucht es dann die Erfahrung und die hat er jetzt einfach noch nicht. Wir dürfen nicht vergessen, er läuft jetzt seit 3 Jahren. Und gute Läufer, die sind vielleicht nach 5 bis 10 Jahren, sind dann die mal an der Weltspitze vorne. Und das hat er noch lange nicht. Und dort hat er sicher noch das grösste Potenzial. Das Grundproblem war, eine körperliche Stabilität hinzubringen. Und die ist natürlich körperlich damit zusammengehangen, dass er nicht nur muskulär in einem ganz, ganz schlimmen Zustand zu mir ist, sondern auch völlig vernarbt in der Seele. There was no one who can take care of me. The language was too hard. The paper, any paper that I get, if I try to read, I don't understand what it means. So I have to send it to him. Then he will have to look to see what is inside. Then he will have to explain. He's doing for his with his heart. It's not something that he has been forced or is looking something to be paid. To me, when you get someone who is working like that and you have nothing to offer, it's too hard. Alles gut. Und die Siegerin für den Jahrgang 2010 ist Livia Casagrande in 3.10. Du kannst doch eine Jacke mitnehmen. Die Jacke und ich nehme sie vorne am Start. Okay? Ich bin am Start nachher. Ist das gut? Meine Aufgabe im Wettkampf, wenn alles optimal läuft, habe ich keine. Ich gebe einfach dem Dominik Sicherheit, dass wenn etwas passiert, sei es bei der Reise, sei es beim Ankommen, dass ich da bin und er sich aufs Rennen konzentriert. Zum Beispiel Kopenhagen, Halbmarathon. Spannende Sache. Ich renne nicht zum Spass. Dominik hat einen Schuh im Hotel vergessen. Heisst für mich, schnell Rettersäckeln. Dann besorgen, dass er rennen kann. Das ist meine Aufgabe. 2,5 Kilometer ins Hotel zurückrennen, den Schuh suchen, 2,5 Kilometer an den Start, abgeben, anschnüren und los geht's. I look like a zebra. You like it? Viel Spaß. Hey, Dominik! Hey, gut, Dominik! Hey, Opa, Pio Peri! Hey, Adi! Hey, 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 hey! Hey, Dominik, relax! Relax, gut, Dominik! Seht ihr aus? Relaxed, aber er hasst den Regen. Regen ist immer 2 Tage später, hat er Schnupfen. Ja. Nach dem Ziel geht rein und umziehen. Das ist gut. Dominik, geh noch als erstes dich warm anziehen. Deine warmen Kleider. Da vorne. Oder? Okay. Sorry. Wetter kein Problem. Regen, ja? Regen ist. Ja, aber so kalt ist schon. War es gut? Regen hast du nicht so gern. Nicht. Normalerweise, wenn es regnet, schlafe ich. Ohne Training. Gehen wir zurück. Hier, der?
Das, du darfst ja nicht aufs Podest, oder? Oder ich kann schon fragen, aber nicht das. An den Schweizer Meisterschaften zeigt sich das Dilemma von Dominik Lobalu sinnbildlich. Weil er keinen Schweizer Pass hat, kann er nicht Schweizer Meister werden. Aber nicht nur das. Auch an internationalen Meisterschaften kann Dominik Lobalu nicht für die Schweiz antreten. An Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften kann er aus diesem Grund nicht teilnehmen. Welche Möglichkeiten bleiben ihm denn also? Für den Südsudan kann er und will er aufgrund seiner Geschichte nicht starten. Und den Weg zurück zum Flüchtlingsteam gibt es nach seiner Flucht in Genf auch nicht. Es ist ein bisschen ein Drama, dass Dominik Lobalu im Moment nicht an internationalen Meisterschaften teilnehmen kann, weil dass er zu allem fähig ist. Das hat er das letzte Jahr bewiesen und angefangen hat es in Stockholm, wo die letzten Emotionen wirklich übergekocht sind. Komm, Dominik, lauf! Lauf, 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 jawohl! Wir haben es gelaufen, ich mag mich sehr gut erinnern. Also, er ist dabei, er läuft schon heute mit. Ich sagte, okay. Es ist immer ein Weg, der Dominik hat die Pforte aufgeschlossen. Nächste Position, nächste Position. Und ja, bis jetzt ist es 1000, noch zweieinhalb Runden. Und als noch die Schlussrunde kommt, sechste Position, der 7 Meter Rückstand auf den Kiplimo. Der Jacob Kiplimo ist ein absoluter Weltklasseläufer. Er ist Weltrekordhalter im Halbmarathon, er ist Weltmeister im Halbmarathon und hat bereits zwei Bronzemedaillen gewonnen, die eine an den Olympischen Spielen und die andere ein Jahr später an der Weltmeisterschaft. 200 to go hat er gekriegt und also dann ist, ich habe wirklich gesagt, ich bin durchgedrückt. Lauf, 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 lauf! Lobali in fact in second place. Kiplimo maybe recognize the danger there. Kicks again. Der letzte 100, wo ich habe gesehen, Kiplimo. Wenn er sieht hinter, habe ich gesagt, ah, okay, das ist die Early Source. Er ist müde, er kann keine Gas, nicht mehr Gas. Lauf, 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 lauf. But the ball is strong. Watch this, just Kiplimo was thinking, I can't believe this. Der Sprint über die letzte halbe Bahnrunde und letztlich der Sieg in Stockholm, das war der Durchbruch für den Dominik Lobalu. Auf internationaler Ebene. The fastest time in the world this year by almost 10 seconds. Das war der Türöffner für ganz viele weitere Rennen, die er zum Teil das letzte Jahr schon hatte. That is a transformation from being an also ran on the international scene to being a superstar for this young man. Es ist sicher im Weltverband ganz vielen klar geworden, dass man eine Lösung finden muss für Athleten wie ihn. Wo halt eben als Flüchtling neu mühen unterkommen und für ein Land wollen und sollten starten. Sie sind mal hoffnungsvoll und mal verzweifelt. Aber der Markus Hagmann und der Dominik Lobalu versuchen alles, dass es doch noch klappt mit Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Im Frühling 2023 stellt der Schweizer Leichtathletikverband den Antrag, dass der Dominik Lobalu auch an internationalen Meisterschaften darf teilnehmen darf. Ob das Erfolg hat, ist aber noch völlig offen. Wenn der Dominik an Olympia mitlaufen kann, kann er alles erreichen. Es muss einen Weg geben für die besten Läufer auf der Welt, dass sie gegeneinander können, am wichtigsten Wettkampf der Welt laufen. I always say, if I start this journey, I wanted to end up where I was looking for. So that is one thing that made me every time when I wake up. The goal was to reach Olympic. And now I'm not yet. Get the time for being there. So I still have that hope, motivation that my door is still open. Let me continue with my journey. It doesn't matter when it will end up there.